Heute raiden und besetzen wir eine Base. Dazu werden wir von einem Cheater besucht. Doch als erstes haben wir noch eine Mission. Mein Kumpel Fluffo und ich haben wieder auf den Official Servern angefangen. Doch das Aufbauen erspare ich euch. Wir haben schon eine kleine Base und sind gerade dabei, Granaten zu machen. Öl hatte ich in einer Base gefunden, auf der anderen Seite der Map. Das gefundene Öl, das wir für Granaten brauchen, habe ich in einer Truhe im Wasser versteckt. Und das müssen wir holen. Okay, dann Treffpunkt unten am Wasser. Ich sehe da einen Typen. Wo? Soll ich einen Long-Range-Headshot machen? Ja, ich sehe ihn. Ich bin gefallen. Ich muss Fallschirm. Ja, rein. Warte, ich kann von hinten bolern. Der hat Leder an. Ist gebolert. Hast du hier geschossen? Ja, ich versuche ihn zu. Ist tot. Nice. Metal, Armbrust. Der hatte sogar eine Metal-Pike. Ich bring kurz den Loot zur Base. Sauber, Junge. Der hat nochmal gut spendiert hier. Dann über die... Da läuft auch einer. An der Bootrampe, an dem Bootsteg ist einer. Läuft jetzt hoch in den Wald. Kriegt einen Hit. Hat einen Hit. Der Theri auch. Hätte bloß nicht den Tee. Nee, hab ich nicht. So, Wasserbags sind voll. Aber guck mal, wir haben hier zwei geile Ziele, ne? Da hinten, die kann man vom Dach easy knacken. Und da, die kann man auch vom Dach easy knacken. Und beide mit Plant X und allem. Also da kriegen wir guten Stoff, ne? Hier ist noch einer. Meinst du, die Bola lohnt sich? Nee. Er kommt mit Fackel auf mich zu. Er hat einen 360 gemacht. Der Coole. Hey, wir zählen die Hits nicht. Ich hitte ihn sogar. Okay. Und alle, hopp. Da. Ja, da habe ich es versteckt. Kommst du ran? Die Fallschirmjäger von Ark. Punktlandung, guckst dir an. Ich geh schon mal hin. Hier hoch. Hier runter. Zack, Junge. Wie geil. Guckst dir mal an. Und nochmal 30 Leder habe ich hier auch versteckt gehabt. Jeder mal die Hälfte. Jeder nimmt 150. Ja, dass wenn einer stirbt, wir immer noch genug haben. Bereit? Ich weiß nicht, welche. Alle hopp. Aber ja. Einfach durch die Bäume hier. Läuft doch bis jetzt ganz gut, die Mission, oder? 12 Chitin, 24, 36, 48, Digga. Das ist so viel habe ich noch nie aus einem Trilobite gekriegt. Oh, da können wir auch. Hier ist einer vor uns. Wir können rüberfliegen auch von hier. Hat einen Hit. Er puncht mich. Daneben. Hab ihn. Wie gut wir sind. Oh, warst du das? Ich hab nachgeladen. Nee, hier ist einer mit der Armbrust. Da ist einer. Ich gehe in Bola. Ja, ich renne auch hinterher. Der ist schneller als wir. Der hat auch eine Bola. Hast du ein Schild? Ja. Den kriegen wir. Wir sind zu zweit. Ich lauf rechts rum. Oh, so knapp. Wäre nicht gesprungen. Fuck, hab keine Bola mehr. Ich regeneriere kurz Stamm. Hab ihn gehittet. Ja, ich komme wieder. Wir sind aber schneller zu Fuß. Komm, hinterher. Und der hat keinen Stamina regeneriert in der Luft. Der müsste gleich out sein. Bleib bloß an ihm dran. Er will mich bolern. Hab ich nochmal gehittet? Ich nicht, ey. Ich bin so schlecht gerade. Ich habe keine Armbrust. Ich kann im Wasser nicht schießen. Das musst du machen. Der Armbrust geht? Ja. Und er hat auch eine. Er hittet mich. Hat nicht gezählt, der Hit zum Glück. Du musst da hinterher. Du musst es machen. Sag mir, wenn er irgendwo rauskommt. Okay, ich gehe in Nahkampf. Bin im Nahkampf, im Aktiven. Er hat mies Hab ihn. Ich take die Armor. Fernglas, Armbrust, Leder. Oh, das Leder. Ich repariere mal direkt sein Lederset hier. Hier ist einer am Boot. Am Weg. Der hat hier einen Floß, glaube ich, oder? Der ist hier in dem einzelnen Floß links ins Wasser gehüpft irgendwo. Hier steht einer auf. Wird gespawntrapped. Hab ihn. Level 1, der ist komplett neu gespawnt. Bin ich sicher. Ich glaube, ich habe gegenüber gerade das Flitzen sehen. Ja, gegenüber an der Base. An der Base, die sind on. Dann lass mal schnell rüber, oder? Hier ist noch einer mit Bogen. Fuck. Drop irgendwas. Oder lauf. Oh, nice. Hab ihn bolert. Ist natürlich gerade einfach... Hab gemisst. Ne? Lol, was ist mit mir los? Easy. Bin auch gleich da. Hey, wie viel hält der aus? Siehst du das? Ja. Hab ihn. Neue Bolas, Pfeile, neues Fleisch. Oh, Fleisch. Fuck. Ich kann jetzt nicht mehr viel nehmen. Dann kommen wir schnell ab zur Base, oder? Junge, das war eine geile Mission gerade, ne? Alter, wie viel Profit wir jetzt geholt haben. Ja. Und richtig ordentlich Loot. Junge, Alter, GG. Junge, sauberer Bauer. Ich tue auch direkt, ich tue das Öl mal hier. Ne, das tue ich in Ressourcendings. Sehr, sehr nice. Metal, ein komplettes Set hier. Leder, ja. Das war ein echt guter Run. Den haben wir es voll gezeigt allen. Guck mal hier, was wir hier an Fiber auch haben. Wahnsinn. Und die ganzen Holzstrukturen. Komm, die place ich mal einfach draußen. Ja, dann sind wir so los. Ich place das mal direkt neben uns. Es ist halt so, wir haben halt die Wände weggedonnert, aber wir haben jetzt hier noch ein 1x1 ohne Wände. Können wir noch Öfen oder Lagerfeuer oder so reinhauen gleich. Ich nehme hier mal die Charcoal aus den Dingern raus. Dann brauchen wir jetzt Flint. Vor allem brauchen wir mal einen Raid-Plan. Boah, ich bin gespannt, wenn das jetzt klappt, haben wir einen echten Free-Raid, ne? Einen Turbo-Dicken, Junge. Oh, die haben da eine Planter auf dem Dach. Ich glaube, es ist machbar. Soll ich tryen? Ich gebe Gummi, Junge. Achtung. Jetzt wäre eine Flinte natürlich cool gewesen. Gummi geben.
Oh, die Plants. Die haben hier ein Parasaurus. Alter, nee, das geht nicht. Alter, was ist denn da los? Hä, wieso schießen die alle nicht? Weil ich auf dem Bronto sitze. Jetzt hat mich gehittet. Die haben die Base genau begutachtet. Musste aber feststellen, dass wir da vorerst nicht reinkommen. Ich glaube, da lohnt es mehr, da hinten links die Butze zu knacken. Weil da kommen wir safe aufs Dach. Siehst du die oben links? Bin tot. Ich komm wieder, ich gehe mal zur anderen Base und scout mal, ob es eine Seite gibt, wo keine Plant X stehen oder so. Die Seite ist auch geplantet. Die Rückseite nicht. Junge Fluffo. Guck mal hier hinten, die Seite von der Big Base ist nicht bedingst. Und hier ist das ungeratet auch noch. Hier wird Dünger drin produziert. Hier. Pflanze hat mich gehittet. Da drin wird auf jeden Fall Dünger produziert in der kleinen Base. Und bei der großen kann man aber an die eine Wand da, wo die Plants nicht sind. Ist die Frage, ob es sich lohnt, die Düngerproduktionsbase aufzusprengen. Ich meine, wir könnten ja auch, wir wollen ja auch irgendwann Plant X haben, ne? Okay, wenn ich hier von hinter der Base. Ja, das geht. Dodgen. Guck mal einer an. Ich guck, oh, die haben hier Fenster offen. Zweite Etage, steht ein Dodo stehen. Bist du hier? Nee. Ich glaube, hier läuft einer drin. Ja, oben ist einer, Kannst du ihn abschießen? Nein. Der ist an den Truhen. Also die haben oben steht Schmiffi und alles. Durchs Dach reinknecken ist der Way. Und dann hier durchs Fenster rausdroppen dem anderen. Die obere Etage könnten wir halt jetzt knacken, theoretisch, ne? Der ist bei mir. Muss aufpassen von den Plants, ich habe ihn. Das ist bestimmt nur einer von mehreren. Scheiße, ich komme nicht dran. Doch, komm dran. Ein Dünger nur. Ist gelootet. Okay. Ja, ist jetzt direkt schon weg. Warte, jetzt kriegst du den Dings da runter? Nee, schade. Guck mal, mit dem Boot. Guck mal, siehst du das Boot? Da hat jemand probiert. Ich war heute die Raiden, ne? Ja. Da hat jemand probiert, so aufs Dach zu kommen. Aber wir können locker mit Parachutes draufjumpen. Hast du einen Parachute bei? Weil sonst könnte ich bin ja naked, sonst könnte ich einfach den Jump aufs Dach nochmal tryen, ne? Gott, er ist draußen. Er ist draußen. Nackig? Ja, mit der Axt. Da ist noch einer. Rechts von dir oben. Hier oben bei uns. Dicht hier. Hat Gear, hat Leder an. Läuft jetzt zu dir. Bolat, er hat Bolas. Plant X schießen auf uns. Läuft hier runter. Siehst du ihn? Ja, verfolg ihn einfach mal. Ja. Egal, den holen wir uns. Hat noch einen Hit. Das Brennen müsste ihm schon gut gezockt haben. Hat mich gehittet. Okay. Brennt nochmal, brennt wieder. Er geht auch nicht ins Wasser zum Abklingen. Der ist doch so gut wie tot. Ja, Achtung, ich will dich nicht killen. Ja, schieß einfach. Ist egal, ich bin naked. Hauptsache den. Er brennt nochmal. Komm, den musst du holen. Hol ihn dir. Meine Armbrust ist kaputt. Hab ihn. Alter. Der hat einen Speer, die Drecksau. Ja, lass ihn da hochgehen. Da geht er down. Er geht jetzt down von Plants. Warte einfach. Hast du ihn? Er ist rechts durchs Wasser. Die haben nicht auf ihn geschossen. Gehört der zu denen? Anscheinend. Ja, lass ihn mal durchziehen. Ich habe nichts mehr zum... Ja, geht zur Base. Ich bin eh leer. Ich versuche jetzt noch den Jump. Das ist ein Suicide-Kommando hier. I'm ready, Bro! I'm tot, Bro. Geh du ruhig zur Base. Ich probiere mal, ob man da hochkommt. Man kommt auf deren Boot drauf hier. Ja, bin drauf. Guck mal. Das Dach hat sogar Damage hier schon. Wir können die übers Boot knacken, Junge. Ach, gucken, für wie viele das jetzt reicht. Ich glaube nur so 3, 4. Für 6 nochmal 3. Das reicht fürs Erste, ne? Das ist halt richtig krass, dass hier plötzlich so viel Metal ist. Wie gesagt, normal ist das alles contested gewesen immer. Ja, es ist halt im Süden der Number One Spot hier so, ne? Hier ist einer. Gerade wo wir drüber reden, gehe ich da rein? Ich weiß halt nicht. Ich habe nichts, womit ich dich gerade retten kann oder helfen kann. Bin schon dran, Junge. Hab ihn. Crystal Leder, der hatte nix. Ja, hier sind sie. Wie viele soll ich mitnehmen? Alle? Ja, lass mal Hälfte machen hier draußen immer alle mit. Ja, vergiss nicht, Wasserflaschen auch nochmal auszufüllen. Ja. Wir müssen es halt irgendwie dann schaffen, die Sachen durchs Fenster dem anderen rauszudroppen oder so, ne? Die haben jetzt den Fiomia besattelt. Hab ihn. Level 3, tut mir leid, Junge, es tut mir ja so leid. Ist halt die Frage, wollen wir erstmal den Fiomia killen? Dann wissen sie aber, dass wir hier Action machen, ne? Alter, jetzt, ja. So, gut, also dann würde ich Schild hier raus, also erstmal hier hinter die Base rechts am Wasser und dann full on an die Base. Zack, 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 zack. Und dann hier lang jumpen. Dann kommen wir hoch. Schaffst du es? Wie die Profi-Einbrecher hier. Ja, aber übelst, ne? Wirf dann mittig nach unten. Also hat so. Weniger? Nee, ne? Ich werfe eine. Du musst ganz unten dann auf den Boden gucken. Ja, alles gut. Achtung, er ist unten. Okay, dann werfe ich mal 2 Granaten. Ja, ist doch gut. Ist doch perfekt. Ist immer noch am Eingang. Ist doch perfekt. Eine Granate noch. Leg dich mal hin. Liege. Er ist links von uns. Ich werfe noch eine Nate, dann ist offen. Müsste. Achtung, er ist genau unter uns. Siehst Zugriff? Ja, aber ich gehe nicht rein, oder? Okay, dann gehe ich rein.
Hier liegt einer. Und das Dodo. Einer gebolert. Wo ist Dodo die Tür, gebolert. Ecke? In die Ecke, andere Richtung, nicht da, wo du bist. Der liegt hier AFK. Was wenn hältst, er hier rein, was hältst Achtung, du aus? Auf. Ja, ja, er ist hier, er ist hier, er ist hier. Ich bohle ihn, wenn er kommt. Scheiße, scheiße, Achtung. Scheiße. Ja, die Tür ist halt offen, nee. Die Tür ist halt offen. Ja, nee, bleib einfach hier. Ja, ich mach das Dodo noch weg. Party. Ich will den halt killen, dann haben wir die Tür offen. Und den auf Cooldown bringen, weißt du, wie ich mein? Ich guck die Öfen schnell, leer, eine. Nochmal 30 Charcoal und Holz ist hier gut. Nochmal 30, also über 100 Charcoal schon mal. Unten ist gar so, nichts. Ist die untere Etage ist völlig wurscht. Hier ist nichts außer... Doch, hier ist ein Otter und so war der... Oh, 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 oh. Stimmt, der Loot hier versteckt. Fuck, fuck, fuck. Hab den Otter. Aber hier ist Gunpowder und so. Oh, er hackt da hinten. Trike-Sattel, Trike-Sattel-BP. Plant X. Alter, ich hab Plant X, ich hab Trike-Sattel und Trike-Sattel-BP. Und noch nicht hier oben reingeguckt, die Schmiffi sagt... 100 was Metal, 100 Metal. Und die sind beide pin-coded. Soll ich dir erstmal die Granaten reinschmeißen? Ja, aus dem Fenster klappt. Warte, lass kurz, lass noch einmal gucken. Wir können das doch ausrechnen. Du machst ja hier das Dach jetzt kaputt nur. Ja, 400 noch. Ja, aber, ja, aber das bringt uns doch überhaupt nichts. Da unten ist doch die Tür offen. Echt jetzt? Da war eine Tür offen, ja. Hat er die offen gelassen? Ja, da war eine Tür offen, warte. Dann spreng noch. Ja, okay, dann aber jetzt noch zur schnell. Not, zur Not gehst du noch mit dem Loot raus. Achtung, weg da. Guck. Wo sind die 100 Metal? In der Schmiffi. Ich hol das eben. Zu. Ach nee, die ist offen. Ja, sag ich ja. Geh einfach raus. Er kommt, hier ist Licht. Ja, lauf raus. Hat ihn gebolert, ich kill ihn. Er ist zu schlecht, er checkt's nicht. Er macht sie nicht zu. Hauptsache, er macht die Tür nicht zu. Ja, ja, er ist gekillt. Dann sind wir halt richtig RIP. Ich halt die Tür. Du musst sagen, ob der Loot big ist. Alter, hier ist so viel. Echt jetzt? Fuck, ja, ich schmeiß das Metal weg. Ich kann auch noch droppen. Drop mir das Wichtigste runter. Dann musst du jetzt sortieren und dann machen wir Loot schon in die Base ein. 50 Gewicht, okay. Oh. Wird eng, aber ja, Holzschild. Ich hab hier halt noch 300 Metal-Barren. Lol, bei deren Farmbase ist auch die Tür offen. Ja. Da sind sie zu zweit, sie fighten an ihren Farmbase. Ich kann noch einen Gunpowder-Stack oder so packen. Alter, ist das viel. Hier fighten die, ne? Ich will einmal reingucken, dass wir hier die Struktur kennen. Aber ich hab einen Hit von einer scheiß Pflanze gekriegt. Noch einen. Okay, def mich kurz. Ich hit's von der Pflanze. Okay, hier ist kein Dünger drin, das lohnt nicht, das zu knacken. Ich höre ihn nur reden. Guck mal, Speedhack, lauf, der cheatet, da ist ein Cheater. Cheater, hast du gesehen? Boot mit Speedhack. Da ist es gerade angefahren gekommen. Dann hat er auch, wir müssen jetzt rennen, Alter. Der hat wahrscheinlich auch ESP und so. Straight up in den Forest. Ja, das hat sich doch gelohnt, ne? Alter, vor allem die 300 Metal, die da noch fertig sind. Oder hier ist einer an unserer Base. Uff. Da unten läuft er. Ja, der weiß jetzt halt, dass hier ist, ne? Egal. Wenn wir off sind, ist das weg. Ja, müssen wir halt später nochmal irgendwie umziehen. Oh, und die haben auch Plant-X-Samen und alles, Digga. Wir sind wirklich, also, wir haben auch keinen Platz hier leider. Dann versuche ich wieder reinzugehen. Die Tür ist jetzt aber zu vorne. Ich werde eben mal kurz Stimbeeren farmen. Haben du mal eben Stimbeeren. Ich mach den Einbruch. Gleich wieder der Hacker hier am Start. Hast du irgendwas zum Kaputthauen jetzt? Nee. Kacke. Der ist hier. Ja, irgendwie ein Böse. Batz! Haha, er hat aus dem Fenster geguckt. Hast du das gesehen? Oh, hier ist noch einer. Mach ihn weg. Boxbox war das. Ach, die Box hier, die eine Truhe ist noch zu. Ja, musst sagen, ob das reicht. Also ob noch mehr geht oder nicht. Oder willst du irgendwo hier eine Chest bauen zum Zwischenlagern und die irgendwo verstecken, und dass wir erstmal alles rauskriegen. Ich mach hier unter Wasser. Ich hab die nächste. Stein. Ja, mach Versteck. Nächste Truhe ist kaputt. Eine Longneck. Eine 130er Axt. Ein besserer Bogen. Nochmal Metal. Kann ich die nächste Ladung kicken? Ja. Okay, einmal düt. Das ist ultra weit geflogen. Aber das ist alles nicht schwer. Warte, ich bringe jetzt Metal. Ich würde dir gleich dann auch mein Kit geben und mich dann hier umbringen. Es läuft einer am Strand oben, gegiert mit Leder. Ja, alles gut, der ist eben in die andere Richtung weggezogen. Und noch einer dahinter, nur dass du weißt, ne? Pass auf. Der kommt zu dir, der ist auf der anderen Seite der Base. Scheiße, der darf nur nicht sehen, wo die Kiste ist, ne? Okay, das ist jetzt noch wertvolle Fracht. Oh, gegiert. Ja, ich kann aus dem Fenster schießen. Hab ihn gebullert. Sauber, ich schieß mit drauf. Hat einen Hit. Hat auch einen Hit von mir. Hat noch einen Hit von mir. Er hat meine Hose. Noch einen Hit von mir. Dann lauf zur Not weg. Ich hab ja Free Shots auf den. Noch einen Hit von mir. Wie hat der nicht gated? Noch ein Hit. Noch einen Hit. Down, hab ihn. Hinter dir kommt noch einer, der naked wieder. Der ist auf dem Dach. Ich drop eben die Hälfte vom Metal. Hier ist einer mit dem Iguanodon. Geh weg. Ich kill ihn runter. Ich versuche ihn runter zu killen. Renn weg. Der ist hier an der Base. Der kommt zu dir. Ich lenke ihn ab. Du musst dich verstecken.
Oder bringt schon mal Loot nach Hause und ich lenke den ab oder so. Da kommt noch einer, der gehört auch zu der Base. Ey, wie viele sind denn hier? Ey, du musst weg mit dem Loot. Du musst irgendwie einen Runner machen. Irgendwas. Ja, da sind zwei Stück. Die holen gerade richtig ihre Mates, ne? Ist hinter dir einer, der verfolgt dich. Nee, tut er nicht. Der lootet hier die Leiche, die du gekillt hast. Ich habe halt nur noch 5 Shot. Und zack, hab ihn. Das war wieder der Kiri. Hauptsache, du kommst mit der Fuhre Loot schon mal weg. Ja. Junge, ist das hier eine Action, Alter. Vor allem, wie ich die aus dem Fenster hier alle game einfach, ne? Der ist gegierter Gamer auf dem Dach. Der gehört nicht zur Base. Der wird von den Plants abgeschossen. Ja, er ist an der Tür, glaube ich. Ja, ist hier an unserem Spot. Hier, Popcorn, einer Zeug. Ist seine Kiste unter dem Raft gewesen? Nee. Hier ist er. Was? Blut hat gespritzt? Die fighten hier. Oh, hier farmt irgendwer Mette. Ich muss gerade aufpassen. Ja, ist halt schwierig gerade in der Situation, sage ich mal. Einer ist wieder vorm Eingang. Der, den wir gekillt haben, der ist wieder hier. Der gehört zur Base. Soll ich ihn killen oder nicht? Vielleicht macht er die Tür auf. Ja, mach. Kill ihn einfach. Was? Ist jetzt mein letzter Pfeil. Okay. Mehr habe ich nicht. Jetzt muss er reinkommen. Egal, jetzt wissen sie, dass er ist tot. Genau. Ah, nee, der hat wen anders gekillt. Wie kann ich winken? Wo ist winken? Da. Hä, wie habe ich den... Lol, ich habe die Pfeile von dem aufgesammelt. Leute, die hier da drin stecken. Ja. Gib mehr. Ich krieg die ganzen Pfeile. Er versorgt dich einfach mit allem, was du brauchst, ey. Ja, der soll mir die Tür aufmachen. Das ist das, worauf ich geil. Ja, da sind noch mehr. Da kommt der eine wieder. Ich will, dass der mir die scheiß Tür öffnet. Wollen wir den killen? Können wir machen. Hast du eine Bo dabei? Klar, 10. Der lootet wieder. Dann fetz ihn, die Sau. Ich jabate ihn ein bisschen. Bola ihn. Die Bola hat nicht gezählt. Hab's gesehen. Ich warte mit dem Schießen mit der Bola. Kommt zur Not näher an die Base. Ja, Tür ist offen. Hier drin ist eine Tür aufgegangen. Ich mich hier gerade schon in die Plants baiten. Ich muss gerade gucken. Hier drin ist irgendwo eine Tür aufgegangen. Da unten ist einer. Hier unten ist einer. Auch zur Base gucken. Ich hab ihn gebolert. Okay, kann ich ihn treffen? Ja. Ja. Hit. Guckst du, ob hinter mir einer kommt? Nee, ich schieß gerade auf ihn. Noch ein Hit. Hast du kacke die Pflanzen? Kein Hit. Unter mir ist halt einer drin. Noch ein Hit. Der hat 3 Hits, der ist Ulo. Ich hab ihn auch gehittet. Sag du mir einfach nur, ob er hier... Hab keine Pfeile mehr. Nee, unter dir, der kommt nicht. Der steht hier nur in der Ecke und wartet. Hab ihn. Klopfen an der Tür. Hinter dir oben auf dem Dach mit Bola, glaube ich. Und da unten drin in der Ecke steht der andere, du Latsch. Ich meine, ich kann dich killen, aber... Der jabated, der macht die Tür auf und zu. Nee, kill mich nicht. Der macht mir hier die Safe auf. Ich bin runtergefallen. Oh Mann, weil ich in K war. Jetzt muss ich. Das ist doch keine... Das war dumm. Egal, knock ihn einfach aus. Hast du noch Narkobären oder so? Narkobären nicht, aber Stimberries, der hat Mili gepimpt, glaube ich, weil der macht mir übel Torpor gerade. Wieso fällt er nicht um? So ein Mili-Chinese oder so. Ja, echt. Vor allem, er fällt nicht um. Doch, oh, Alter. Alter, hä? Wieso hat der mich so gezockt? Hast du das gesehen? Dann haben die Hits einfach nicht so gezogen. Oh. Ja, okay, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt bin ich hier unten. Und damit war ich unten stuck in der Base. Und mir blieb nichts anderes übrig, als mich umzubringen. Broken Bones, mehr Fleisch, Simi. Und Simi, down, Junge, geschafft. Das war's. Das Ende unserer Hausbesetzung.